Heute gibt es wieder mal ein Aufgebraucht-Video. Es ist wieder einiges zusammengekommen und was in der Tüte drin ist, das zeige ich dir in folgendem Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sollten heute mal da durchgehen. Es ist viel leer gegangen, es ist aber auch was kaputt gegangen, also ich musste auch aussortieren. Und Dinge auch direkt wegschmeißen, die ich von der Apotheke gekriegt habe. Kennt ihr das? Das ist folgendes Produkt. Das taugt nichts. Kennt ihr das? Ihr seid in der Apotheke, müsst was kaufen. Und die sind zum Teil so schnell, dass sie dir Sachen andrehen und dass du gar nicht mehr Nein sagen kannst. Also in der Regel sage ich immer Nein. Die sind zwar immer verwundert, weil ich glaube, eine von den wenigen Kundinnen bin, die sagt, ich will das nicht. Das ist ein Peeling und die Inhaltsstoffe, die sind einfach grauenhaft. Grauenhaft. Also da muss ich echt sagen, das hätte ich erst gar nicht annehmen dürfen. Weil ich einfach weiß, ich verwende sowas nicht. Umido ist die Marke irgendwie, das ist so eine Apothekenmarke. Aber von den Inhaltsstoffen ist das einfach... Es kommen auch einige Produkte vor, die ihr aus meinen Project 10 Pen Sachen kennt, wie das hier. Das ist das eine Trockenshampoo. Sowas werde ich mir nicht mehr kaufen. Einmal Bezug Müll. Das muss nicht sein, weil das kann man mit Heilerde machen. Ich habe jetzt meine Haare mit Heilerde bearbeitet und mir sind die Sachen auch inzwischen einfach zu stark beduftet. Man kann sich auch auf Reisen so eine kleine Dose Heilerde mitnehmen und wenn man einfach merkt, die Haare sind nicht mehr ganz so frisch, macht man es drauf und das funktioniert echt wahnsinnig gut. Und sowas, wie gesagt, kommt nicht mehr mir ins Haus. Also ich muss jetzt noch eine Dose aufbrauchen und das war's dann. Ich habe nochmal ein Terzolin aufgebraucht, habe jetzt ein Ketozolin, was günstiger ist. Das ist ein medizinisches, ich nenne es jetzt mal Shampoo. Wenn du so ein Ungleichgewicht auf der Kopfhaut hast, also immer wieder mit so Pilzinfektionen zu tun hast, ja, es ist eklig, aber Schuppen sind zum Beispiel auch Pilze, wenn das halt einfach nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und ich habe nach dem Pille absetzen, war das bei mir halt einfach so, da brauchte ich das. Das ging einfach gar nicht mehr anders und wendet sowas nur an, wenn es wirklich keinen Ausweg mehr gibt. Absolut nicht. Mir hat es geholfen. Mir hilft es auch auf der Haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann es empfehlen. Ist aber nicht vegan und nicht tierversuchsfrei. Das hat Medizin. Dann habe ich das Öl von Satin Natural leer gemacht. Das war sehr gut. Das war auch vom Preis her wahnsinnig gut. Es gibt so einen kleinen Skandal von mir, da habe ich jetzt gewagt, ein Produkt von Satin Natural schlecht zu machen. Ich habe nie die Firma schlecht gemacht, aber manche Produkte sind halt einfach nicht gut. Und aber bei solchen Sachen wie Hagebuttenöl oder so kann ich das euch wirklich empfehlen, weil das muss nicht teuer sein. Es gibt tatsächlich echt so Firmen, die einfach nur so eine kleine Menge für 30 Euro verkaufen. Also bei Öl gibt es schon auch unterschiedliche, das ist die Flasche, kommt mit so einer Pipette. Bei Öl gibt es schon unterschiedliche Qualitätsstufen, das kann ich mir schon vorstellen, aber das funktioniert genauso gut, genauso gut. Gibt es übrigens bei Amazon oder direkt über Satin Natural. Die beste, kann man einfach sagen, ich verlinke euch das mal, wenn ich es nicht vergesse, unter dem i. Die beste Drogeriemarke schlechthin ist No Make-up. Ich sage immer No Cosmetics, das ist falsch. No Make-up. Die parfümieren nicht so stark. Es sind Duftstoffe drin, aber als Parfüm deklariert. Das heißt, die haben weniger als 0,001 Prozent im Produkt. Das ist dann so ein Zusammenschluss von eben Duftstoffen. Es gibt so 26 Duftstoffe, die sind nicht so gut auf der Haut und wenn die vor allem zerfallen auf der Haut, sind sie nochmal
und die werden sehr häufig verwendet. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht, kann ich euch auch mal unter dem i verlinken. Und die arbeiten eben mit sehr guten Inhaltsstoffen in der Drogerie. Das gibt es sehr selten, das ist wirklich traurig. Und das Rebalance Serum, das war einfach optimal. Also ich habe es echt geliebt und würde sogar auch nochmal kaufen. Im Moment teste ich gerade das Retinol. Dann habe ich hier, weil noch nicht ganz aufgebraucht, das ist, steht im Bad noch in der Sprühflasche, das Hammermelis Wasser. In der Form würde ich mir das nicht mehr kaufen, weil es einfach keinen Sinn macht. Also ich habe mir das früher immer auf die Haut gesprüht, wo ich nicht mich so mit Hautpflege beschäftigt habe und Inhaltsstoffen etc. Hammermelis bringt halt nicht so viel. Ne? Also es ist auf jeden Fall, wenn du eine gereizte Haut hast und dir das so ein bisschen drauf sprühst, ist es sehr erfrischend. Besonders, wenn du irgendwie leichte Rötung auf dem Gesicht hast oder so oder woanders, ist es auch toll. Und bei Schnackenstechen habe ich festgestellt, war es auch gar nicht schlecht. Aber die Wirkstoffe aus der Hammermelis sind hier fast nicht enthalten. Kann sein, dass es auch so ein bisschen Placebo-Effekt ist. Also ich würde es mir nicht mehr kaufen. Wie gesagt, das ist rausgeschmissenes Geld. So, dann haben wir hier... Die habe ich leer gemacht. Die habe ich leer gemacht. Die habe ich leer gemacht. Ich freue mich voll. Jetzt habe ich die andere Packung mal auf. Ich werde mir die nicht mehr nachkaufen. Weil ich einfach auch mit der so ein bisschen das Problem mit Weißeln habe. Sie weißelt leicht, sie weißelt nicht so stark. Bei solchen Produkten kann ich euch immer nur empfehlen, die Inkipedia hat ein Video dazu gemacht, lieber einen hohen Lichtschutzfaktor kaufen, weil solche Produkte, die eben so einen Weißanteil haben, das ist ein Sonnenschutz mit mineralischen Filtern, die weißeln eben, die kann man nie so auftragen, wie man sie soll. Und dann hat man wenigstens so einen geringeren Lichtschutzfaktor, als jetzt auf der Verpackung steht. Wie hat sie gesagt? Mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. 2 Milligramm pro Quadratmeter sollst du auf dem Gesicht auftragen. Da kommst du auf 1 Gramm Produkt. Und wenn ich davon 1 Gramm Produkt auftrage, die ist zu fettig, das geht nicht. Also trage ich die halt so auf, wie ich sie auftragen kann, also wie es mir möglich ist. Und habe dann halt einen geringeren Schutz, aber es funktioniert trotzdem. Also würde sie nicht mehr nachverkaufen, ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten Sonnenschutz. Dann habe ich aufgebraucht die feste Dusche, die ich tatsächlich platt gemacht. Ich fand die so gut, ich fand die richtig gut. Vom Duft her auch und auch von der Art und Weise. Warum DM manchmal Plastikfolien in der Verpackung haben, sieht man hier jetzt ganz deutlich. Man sieht es auch so ein bisschen über die Kamera, da sind Fettflecken dran. Das passiert halt, wenn... ich glaube, diese Flecken, die sind nicht gewollt. Das passiert halt, wenn man ein öliges Produkt hat und das drückt halt irgendwann mal durch. Hier ist nichts mehr drin. Ne? Aber ich habe es eine Zeit lang halt in der Verpackung drin gehabt und ich glaube, es kann auch so ein bisschen sein, dass da was abgefärbt hat aus der Tüte. Deswegen ist es der Grund, warum in manchen Produkten Plastikfolie drin ist, was halt keinen Sinn macht. Du kaufst ein Zero-Waste-Produkt und hast dann doch wieder Plastik. Macht keinen Sinn. Dann haben wir hier... Oh, das mochte ich. Das mochte ich echt. Aber ich komme vom Gesichtswasser komplett weg, weil das einfach nichts bringt. Ich habe so eine tolle Gesichtsreinigung. Da brauche ich nicht noch zusätzlichen Gesichtswasser. Zusätzlich war das halt mit Ceramiden und richtig teuer. Das hast du nicht auf dem Pad drauf gemacht und das Pad hat dann einen Großteil aufgesaugt. Sondern ich habe es mir in die Hand einfach reingemacht und dann aufs Gesicht. Also mehr als Wirkstoffwässerchen aufgetragen. Hat echt lange gehalten. Meine erste Bestellung war letztes Jahr im Oktober und das Produkt leer gemacht habe ich vielleicht vor 3 Wochen oder so. Also es ist noch nicht lange her. Dann habe ich leer gemacht. Oh, die mochte ich auch. Die Feuchtigkeitscreme M1 von Face Diori. Die war echt gut. So gegen Ende habe ich sie dann am Hals aufgetragen, weil das ist halt eine Tagescreme. Durch den Sonnenschutz, den ich tagsüber auftragen muss, weil ich eben
Ja, mit Serien arbeite und mit BHA und AHA, da musst du Sonnenschutz auftragen, den solltest du so oder so auftragen, weil es eben die Hautalterung beschleunigt. Brauche ich sowas halt nicht mehr, also so Tagescremes. Deswegen habe ich sie im Hals und Dekolleté aufgetragen, da war sie aber auch einfach super. Ich mochte dieses frische Gefühl und jetzt ist sie leer, Gott sei Dank. Also ich bin ganz, ganz stolz auch auf mich, dass ich solche Produkte leer bekomme, ohne dass sie kippen. Wegschmeißen werde ich auch und ich hoffe, die Abonnentin, die mir das geschenkt hat, kann es verstehen. Ich habe ja inzwischen meine Gesichtspflege so umgestellt, dass ich sowas nicht mehr nehmen sollte. Retinol, BHA, AHA und solche Sachen. Jetzt fange ich noch an mit Azelainsäure. Die sind halt ein bisschen, die wirken auf die Haut ein bisschen aggressiver und dann sollte man nicht noch drüber rollen. Zusätzlich hat das halt wirklich nicht so den Effekt, den es eigentlich haben sollte oder wo man, also was man ihm halt nachgesagt hat. Ich wollte es testen und ich fand es super lieb, dass du mir das geschenkt hast zum Testen. Echt herzlichen Dank, aber es liegt bei mir inzwischen nur noch rum und ich nutze es halt nicht. Und durch das, dass ich es halt verwendet habe, kann es halt kein anderer mehr verwenden. Ich will es auch nicht guten Herzens weitergeben. Dann haben wir hier diverse Öle. Daher kommen, glaube ich, auch die Flecken auf der Verpackung von der festen Dusche. Das ist zum einen das Neemöl. Ich habe das Neemöl leer gemacht. Leute, ich habe das Neemöl leer gemacht. Das könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe mir das geholt für die Kopfhaut. Aber das riecht halt nach Maggi und allem Möglichen. Und du willst halt nicht wie ranziges Öl und Maggi riechen. Zumal dieser Geruch fast nicht rausgeht aus den Haaren. Ich habe dann Probleme mit der Haut bekommen, hatte da auch eine Pilzinfektion, habe es da aufgetragen und da hat es wunderbar funktioniert. Ich habe es jeden Tag aufgetragen, nur in den Haaren. Das geht einfach nicht. Ich habe dann auch Kopfschmerzen gekriegt. Ich werde also Neem in purer Form mir nie wieder auf die Kopfhaut geben, nie wieder. Dann haben wir hier aus meiner Gesichtspflegeroutine, auch da kann ich dir ein Video zu verlinken. Guck einfach mal unter dem i. Ich reinige mein Gesicht auch mit Öl. Also es wechselt immer ab. Momentan im Sommer ist Öl ein bisschen schwierig, weil die Haut bei mir dann eh noch ein bisschen mehr nachfettet. Aber sonst mit Rizinus und Mandelöl funktioniert für mich echt gut und verbrauche ich regelmäßig. Dann haben wir hier das Aprikosenkernöl. Habe ich auch endlich leer gemacht. Ich mochte es echt, aber das gehört normalerweise, weil es eben Alpha-Linolsäure, ich glaube Alpha-Linolsäure war es. Oder doch, Linolsäure ist da drin. Deswegen gehört es im Kühlschrank. Linolsäure ist sehr, sehr empfindlich und lasst es nicht im Warmen rumstehen. Ich habe den Fehler gemacht und habe es halt im Warmen stehen gehabt. Ich wusste das nicht. Ich habe im Nachhinein mich damit beschäftigt. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Aber das Produkt war toll. Also es war echt richtig, richtig toll auf der Haut. Besonders das eben von Baldini. Also ich fand die Qualität echt so großartig. Könnt mir vorstellen, dass ich mir das nochmal hole. Dann, warum Face the Ori diesen Vitamin C Cleanser jetzt in einem Pott haben? Ich habe mir den im Pott geholt. Kann ich mir jetzt vorstellen, du kriegst den nicht leer. Du kriegst den nicht leer. Ich bin in diesem Produkt bin ich noch rumgestochert und habe versucht, das so leer wie möglich zu bekommen. Aber es ist halt immer noch Produkt drin. Großartig. Ich meine, ich habe es jetzt schon beantwortet. Ich habe ihn mir nochmal geholt. Ich habe so ein tolles Hautgefühl nach dem Produkt. Kann es echt empfehlen. Dazu gibt es auch ein Video. Musst du mal bei mir auf dem Kanal gucken. Weggeschmissen, weil er einfach stinkt und uralt ist. Von NYX den Taupe Blush. Ich kaufe mir NYX nicht mehr. NYX gehört, glaube ich, zu L'Oreal. Ich kaufe mir nichts, was zu L'Oreal gehört. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Den hatte ich echt ewig. Und verwendet keine Kosmetik mehr, die anfängt mit Stinken. Und der stinkt. Der stinkt echt ganz hart nach Plastik. Dann haben wir hier tatsächlich noch einen Teer zu nehmen.
ist das schon so lange da alles drin, also sogar eine zweite Packung noch Terzulin. Ich habe es einfach eine Zeit lang regelmäßig verwenden müssen und da geht halt die ein oder andere Flasche halt wirklich drauf, aber über einen längeren Zeitraum. Na, nicht, dass ihr denkt, das habe ich hintereinander verbraucht. Dann haben wir hier, hole ich gleich mal das andere Deo auch mit raus. Die haben bei mir richtig krasse Hautreizungen verursacht. Und zwar richtig, richtig krass, weil sie gekippt sind. Das finde ich immer schade. Wenn ich zum einen denke, ja, zum Testen hole ich mir jetzt mal dies und das Produkt. Und dann kann ich es nicht aufbrauchen. Von dem hier ist übrigens ein Creme-Deo rausgekommen. Das interessiert mich echt auch noch brennend. Ich hätte es mir vor kurzem geholt, als ich in Rossmann war, aber ich habe es vergessen. Das hier ist ein Plastik, würde ich in der Form nie wieder kaufen, zumal, also man täuscht sich immer, wenn man so ein Glasprodukt kauft und dann so einen Plastikdeckel drauf hat. Der Plastikdeckel hat zum Teil das gleiche Gewicht wie eine Plastikflasche. Es ist absolute Täuschung. Also beide Produkte gekippt, wie fand ich sie aber? Der hat gut gerochen, will ich aber wie gesagt anhand der Flasche nicht mehr kaufen und das ist Standard. Ich habe wieder so ein Ding in meiner Handtasche zum Sprühen. Ich mag den Duft halt. Dann haben wir hier noch ein altes Kosmetikprodukt. Ich habe mir ja einen neuen Bronzer gekauft. Der ist einfach zu alt. Der ist einfach zu alt gewesen. Und verwendet zu alte Produkte nicht in eurem Gesicht. Ihr tut euch keinen Gefallen an. Absolut nicht. Und ich habe nicht viel von ihm verbraucht. Ich weiß, ich hatte den damals bei Rossmann bestellt, weil bei mir der eine Rossmann, also es gab nur einen in Ravensburg und der wurde umgebaut und dann wurde aber der andere eröffnet in Tettnang und bestellt hatte ich mir dann zu hellen. Ich war nie so richtig zufrieden mit dem. Also ich habe jetzt einen dunkleren und ja, schade, dass nicht leer gegangen ist. Das waren meine aufgebrauchten Produkte. So viel ist es wieder nicht gewesen. Ich lerne dazu mit der Zeit, gerade mit dem Trockenshampoo. Ne? Also das wird halt einfach auch immer weniger an Müll. Und ja, wenn ich was geschenkt bekomme in der Apotheke, muss ich einfach schneller reagieren. Manchmal reagierst du einfach nicht schnell genug und dann willst du nicht mehr Nein sagen und läufst dann mit dem Produkt in der Hand raus und denkst dir, scheiße, egal. In diesem Sinne melde ich mich ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!